Sind Sie sicher, dass das reicht? Gerade so. Danke. Ich habe mich gerade bei Ihnen bedankt. Meine Mom hat gesagt, ich soll das tun. Sie sind witzig, Mr. Lindsay. Danke. Nennen Sie mich Dave. Mr. Lindsay war nämlich der Säufer, der Mom und mich mit $42.000 Schulden sitzen ließ, um mit einer Kassiererin durchzubrennen. Er war auch ein Cop. Nein, war er nicht. Er war ein Spion. Ihr Vater war stellvertretender Geschäftsführer in einem Teppichladen. Sie sind sowas von scharfsinnig. Ist es Adderall oder Ritalin? Ich muss Ihnen jetzt einige Routinefragen stellen, Dave. Wann haben Sie und Ben sich kennengelernt? Bisher lief doch so gut. Wo haben Sie sich kennengelernt? Ben und ich haben uns in der 10. Klasse kennengelernt. Mhm. Im Bio-Unterricht. In Mr. Petersons Büro war was explodiert. Das waren diese Zerpato-Zwillinge. Die haben uns mit $20 bestochen, die Schuld auf uns... 156. Wovon sprechen Sie? 156, das ist Ihr IQ. Überdurchschnittlich intelligent. Und Ihre Grundschul- und Junior-Highschool-Zeugnisse waren einfach fantastisch. Aber als Sie dann zur Highschool gingen, ließen Sie nach. Ihre schriftlichen Noten waren nicht gut. Dank Ihrer mündlichen Noten schafften Sie es trotzdem unter die Besten und hatten fantastische Möglichkeiten, die Sie nicht genutzt haben. Sehe ich wie ein Genie aus? Ich glaube, dass Sie solche Angst hatten zu versagen, dass Sie es lieber gar nicht erst versucht haben. Aha. Oder vielleicht wussten Sie einfach, wie einsam es sein würde, wenn den anderen klar wird, dass Sie anders sind. Vielleicht bin ich einfach faul. Ist man der Intelligenteste im Raum, fühlt es sich manchmal so an, als sei man allein. Habe ich recht? Worauf wollen Sie hinaus? Ich weiß, wie intelligent Sie sind. Und dass Sie intelligent genug sind zu wissen, wenn Ihr Freund Ben Crawford irgendetwas verheimlicht. Hören Sie, er hat ihn nicht getötet. Getötet? Ich wollte wissen, was er verheimlicht. Dave. Ich wüsste wirklich gern, wieso Sie jemanden schützen, der Ihnen die Freundschaft gekündigt hat und behauptet, dass Sie seine Tochter sexuell belästigt hätten. Das ist doch echt furchtbar. Er meint's nicht so. Sind Sie sich da wirklich sicher, Dave? Ich habe gehört, wie er sagte, Ihre Freundschaft wäre der größte Fehler seines Lebens. Möchten Sie es wirklich riskieren, der Beihilfe zum Mord angeklagt zu werden für jemanden, der Sie ganz offensichtlich verachtet? Wieso verraten Sie mir nicht, was Ben Crawford verheimlicht?